Jo, wie kann man denn den Schlamm entfernen? Eine sehr gute Frage. Achso, das haben wir abgeschlossen. Ich finde das ja doof. Dann müssen wir erstmal hierhin zurück. Der pennt immer noch. Wir brauchen irgendeinen Ast. Ja. Irgendwo muss noch was sein, was ich übersehen habe. Was? Okay, wir müssen definitiv zum Tempel zurück. Sagt uns unsere liebe Hilfe. Nur was zum Teufel muss ich hier machen? Also hier sind auf jeden Fall Bäume, dann könnte ich theoretisch doch die Äste nehmen. Aber das will sie anscheinend nicht. Ja, da wissen wir leider immer noch nicht weiter. Was steht denn in unserem Kapitel? In unseren Aufzeichnungen? Ah, Quatsch. Hier wollte ich hin. Ach, hier war er. Hier. Okay, müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Schublade geht auch nicht auf. Als nächstes finden wir diese Zeichen. Warte mal, ich glaube, vielleicht können wir jetzt. Nein, können wir immer noch nicht. Schade. Die richtigen Steine haben wir immer noch nicht. Oh ne, Quatsch. Gut, ich muss mir mal wieder helfen lassen. Oh, was gibt's denn nicht? Da ist das also zum Schlamm entfernen. Der Pinsel. Okay, als erstes suchen wir mal die Buddha-Statue. Hier irgendwo liegen muss.
Wo haben wir denn? Ah. War schon die Buddha-Statue? Ah. Wo ist denn das andere Schälchen? Nur finden die drei. Noch zwei Bonbons. Ist das eine Strafe, wenn ich mal falsch klicke, oder wie? Ich verstehe. Achso, da haben wir die. Da ist die Statue, die wollte ich, genau. Und den Wurmkreisel brauchen wir noch. Eine Flöte. Und eine Flasche. Na gut, eine Flasche kann ja wohl jetzt nicht so schön. Ah, da ist die Flöte. Sehr gut. Eine Flasche Alkohol. Jetzt haben wir immer den Alkohol. Tja. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal eine kleine Session-Pause. Bis in der nächsten Folge. Oder kommt davon, wie ich schneide. Bis gleich. Hallihallo, da bin ich wieder. Bei einer neuen Aufnahmesession von Melissa K. und das Herz aus Gold. Ja, letzte Folge hatten wir hier unten das Skelett untersucht. Beziehungsweise da gab es ein Suchbild. Da hatten wir den Alkohol gefunden. Für den kleinen Elefanten, falls ihr euch erinnert. Da brauchen wir jetzt noch irgend so einen Ast oder sowas, um den Splitter rauszukriegen. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und ein Stein fehlt auch noch. Ich frage mich jetzt, wo wir den Ast herkriegen. Und wozu das hier ist. Also man kann ja auch sehr viele Sachen anklicken, wo man es nicht vermutet. Das ist das Problem. Ja, wir müssen also tatsächlich zurück in den Dschungel. Ah, er hat uns was zu erzählen. A tweezer? And an elephant. Excuse me? The difference. It's a riddle. And you ain't stupid, I think. You don't care about animals? Well, I do, but... Prove to me you love animals as much as I do. And make sure no one gets eaten. Der Typ ist schon ein bisschen crazy. Ah, ein Puzzle. Ja. Nicht aufgepasst. So. 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 Steht da. Tiger tauscht mit Adler. Adler tauscht mit Schlange. Stell ich nicht.
Also. Tiger. Verstehe ich nicht. Tiger, Adler, Schlange. Irgendwie raff ich das nicht so. Nicht wirklich. Platzieren Sie die Tiere so, dass keines seinen Nachbarn frisst. Überprüfen Sie auf dem Bildschirm oben, welches Tier welches frisst, von links nach rechts. Ach so. Kein Tier frisst seinen Nachbarn, das heißt. Die dürfen nicht nebeneinander sein. Die dürfen nicht nebeneinander sein. Adler mit dem komischen Ding da. Schlange, Fisch. Muss so richtig sein oder nicht? Das gibt's doch nicht. Ach so, das sind ja immer noch Nachbarn, die Idioten. Ja, ja, klar. Oh. Tja, dann so, ne? Na also. For animals, your love is proven strong. Your reward is for one and one alone. Na also, die Pinzette. So. My little bee, ever heard of the glass? It's Melissa. Yes, I agree. The ancient glass makes the water come true. Lethal it is, if left to drink impure. Be careful when you take the medication. Das Glas in diesem... Bei der goldenen Statue das Glas in diesem, in der Säule. Wenn ihr euch erinnert. Gut, jetzt können wir mit der Pinzette den Splitter entfernen. Von dem kleinen Elefanten. Splitter entfernen, Alkohol drauf. Mit der Pflanze reinigen. Und verbinden. Sehr schön. Jetzt können wir auf dem Elefanten reiten. Schön animiert, muss ich mal sagen. Muss halt auch nicht irgendwie lange mehr sein. Gut, sie quasi niedergeschrieben. Er bräuchte Augenlicht. Aha. Ich denke mal, das geht nicht dadurch. Nein. Gut, also er braucht wahrscheinlich irgendwelche Edelsteine. Dahin, was haben wir denn da? Ah, von der, der Soldatenpuppe. Ah, da haben wir doch schon. Achso, eine Erbse. Gut. Wichtige Erbse errungen geschafft. Es schaut aus, als ob er etwas Augenlicht braucht. Ja, das ist ja schön.